Kommen wir zu Rechnungswesen Teil 11. Ich hatte Sie gebeten, sich die Übungsaufgaben 8 und 9 mal anzuschauen. Insofern würde ich damit auch starten und in diesem Zusammenhang auch gleich darauf hinweisen, dass ich die jetzt nicht im Detail bespreche, weil ich werde, nachdem ich dieses Video hochgeladen habe, Ihnen die Musterlösung auch online stellen. Ich stelle die aber nie gleich online, weil ich genau weiß, dass die oder ein Teil von Ihnen sich die Aufgaben sonst nicht anschaut. Die Nummer 8 hing ja zusammen mit der Nummer 7, das ist ja auch hier in der Aufgabenstellung nochmal gesagt. Das heißt, sie schloss an die 7 an, sie kriegen dann auch die Musterlösung für 7 und 8 zusammen und sie bekommen dann auch die entsprechende Lösung für die Nummer 9, die wir jetzt hier sehen. Und man kann hier schon erkennen, es geht im Wesentlichen eben um bei der Nummer 9 um erfolgsrelevante Geschäftsvorfälle. Okay, schauen wir mal kurz auf die Nummer 8 zunächst mal. Und da war ja die Aufgabenstellung ziemlich eindeutig, so würde ich es mal sagen, was die Inhalte betraf. Das heißt also, in der Aufgabenstellung ist ja gesagt, es werden Rohstoffe auf Ziel gekauft und das war der Fall 8.1 sozusagen. Und wenn wir jetzt hier reinschauen, das ist jetzt hier schon das Schlussbilanzkonto, wir gehen nochmal ein Stück weiter nach vorne, schauen uns das mal an. Bei der 7 fing das ja an mit diesem Öffnungsbilanzkonto, das hatten wir schon, das ist jetzt nichts Neues. Dann hatten wir 7 schon bearbeitet und jetzt ging es ja los. 8 ist neu sozusagen mit dem Thema dieser Geschäftsvorfälle. 8.1 waren die Rohstoffe, die auf Ziel gekauft werden. Das sollten wir jetzt langsam wissen. Wir haben ein Ziel, heißt Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Wir verschulden uns sozusagen gegenüber unseren Lieferanten, kriegen dafür Rohstoffe. Rohstoffe typischerweise sind das natürlich ja, Umlaufvermögen, weil wir Rohstoffe unmittelbar einsetzen, also ein aktives Bestandskonto und das passive Bestandskonto hier Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, nämlich eine Schuld unsererseits gegenüber den Lieferanten. Was man eben nicht vergessen darf, aktives Bestandskonto, Zugänge im Soll und passives Bestandskonto, Zugänge im Haben. Das sieht man hier, deswegen Rohstoffe an Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. So, dann haben wir den nächsten Fall, die Nummer 2. Das Darlehen in Höhe von 20.000 Euro wird durch Banküberweisung getilgt. Auch da wieder eindeutig, wir müssen eine Banküberweisung tätigen. Das bedeutet logischerweise, dass das Bankkonto nur im Haben abnehmen kann. Das sieht man hier. Und Darlehen wäre ja ein passives Bestandskonto, weil es nämlich eine Verbindlichkeit, eine Schuld unsererseits gegenüber der Bank ist, eine längerfristige typischerweise. Bedeutet, die Schuld nimmt ab durch eine Sollbuchung auf dem passiven Bestandskonto, dadurch, dass wir eben Geld ausgeben, hier durch unser Bankkonto, wodurch wir eben diese Schuld begleichen. Auch hier könnte man jetzt sofort die Frage stellen, was ist das hier für ein Fall? Aktiv-Passiv-Tausch oder sonst was. Und wenn man sofort drüber nachdenkt und das bisher einigermaßen verfolgt hat, dann dürfte klar sein, dass das hier eine Aktiv-Passiv-Minderung ist. Bank nimmt ab, Darlehen nimmt ab, haben wir auf beiden Seiten weniger. So, die Kunden begleichen ihre Verbindlichkeiten gegen Barzahlung. Aktives Bestandskonto Kasse nimmt zu, unsere Forderung nimmt ab. Auch hier dürfte klar sein, dass es ein Aktiv-Passiv Tausch, weil beides sind aktive Bestandskonten. Hier eben fordern wir gegenüber unseren Schuldnern etwas und das ist unser Kassenbestand. Dann haben wir als nächstes die Maschine, die im Wert von 2.000 Euro beschafft wird, gegen Banküberweisung. Genau, das ist die Nummer 84. Heißt, Maschine nimmt zu, Bank nimmt ab, wäre auch ein Aktivtausch. Nummer 5. Auch ein Aktivtausch, Grundstücke im Wert von 4.000 Euro nehmen zu, Kasse, auch aktives Bestandskonto nimmt ab, also auch hier wieder ein Vermögenstausch auf der Aktivseite der Bilanz. Dann die Nummer 6, Hilfsstoffe sind so, wenn Sie BWL gehabt haben, oder das müssen Sie wissen,
Rohhilfsbetriebsstoffe werden jetzt auf Ziel gekauft. Das bedeutet dann natürlich hier 100.000 Euro Hilfsstoffe nimmt zu. Und auf der anderen Seite eben die Verbindlichkeiten, wenn wir auf Ziel kaufen, nehmen auch zu. Hier hätten wir natürlich eine Aktiv-Passiv-Mehrung in Höhe von 100.000 Euro und eine entsprechende Bilanzverlängerung. Dann als nächstes haben wir vom Kassenbestand werden 10.000 Euro auf das Bankkonto eingezahlt. Das wäre auch wieder ein klassischer Aktivtausch. Bank nimmt zu, Kasse nimmt ab. Und zu guter Letzt hier durch Barzahlung werden die Verbindlichkeiten reduziert. Das heißt, Verbindlichkeit nimmt ab, Kasse nimmt ab. Das hier wäre wieder eine Aktiv-Passiv-Minderung und eine entsprechende Bilanzverkürzung. Das sind die, deswegen war das die Nummer 8a, nämlich die entsprechenden Geschäftsvorfälle. Wie gesagt, ich stelle Ihnen das jetzt alles entsprechend bei Moodle ein. Insofern brauche ich jetzt hier aufs Detail, glaube ich, nicht drauf eingehen. Das ist einfach eine Übertragung dieser einzelnen Sachverhalte auf die entsprechenden Konten. Und dann haben wir hier bei der Nummer C, nämlich die Abschlussbestände zu erfassen, haben wir dann quasi die Fortführung dessen, was wir hier sehen. Hier sind die ganzen Bestände ermittelt und die schließen wir jetzt hier entsprechend ab. Und zu guter Letzt haben wir dann eben das Schlussbilanzkonto. Wie hoch ist die neue Bilanzsumme? Das sehen wir hier, das sind die 158.000 Euro. Und dann war hier noch die Nummer oder war auch die Frage hier Nummer 8f. Warum verändert sich hier die Höhe des Eigenkapitals nicht? Naja, wer aufgepasst hat bisher, der wird das beantworten können. Dadurch, dass wir eben hier keine erfolgsrelevanten Geschäftsvorfälle, mit denen wir ja zuletzt begonnen haben, erfasst haben. Wir haben hier nur Vermögenstausch durchgeführt, so rum, weil wir eben keine Produktionsfaktoren eingesetzt haben oder Produkte verkauft haben. Und dementsprechend haben wir hier keine Veränderung des Eigenkapitals. Wir haben immer nur Vermögen getauscht. Deswegen habe ich das auch gerade nochmal betont, dass wir eben hier diese Aktivtausch, Passivtausch, Passivmehrung und so weiter haben. Okay, schauen wir mal kurz dann auch nur auf die Aufgabe 9. Und wenn wir eben da reinschauen, dann ist es so, wir haben jetzt hier die Aufgabe, no, so, die Aufgabe 9, genau. Und da ist ja gesagt, in der Aufgabenstellung 9.1 bis 9.10 ist es ja so. Und bei 9.2 sehen Sie schon, zu Beginn des Jahres befinden sich in der Kasse des Unternehmens 50.000 Euro und auf dem Bankkonto 100.000 Euro. Dementsprechend sehen Sie hier das Eröffnungsbilanzkonto mit diesen beiden Positionen. Und dann ist hier gesagt, bei der Nummer 4, zu Beginn des Jahres belaufen sich die Verbindlichkeiten des Unternehmens auf 120.000 Euro. Das sehen wir hier. Und dann ist ja die erste Aufgabe Nummer A, deswegen steht das hier. Die Ermittlung des Eigenkapitals und das ist nicht schwierig. 100 plus 50 macht 150, minus 120 macht 30. Ich betone es immer wieder: Eigenkapital als Residualgröße, die Summen müssen aufgehen und dementsprechend sehen Sie hier die Lösung auch für die 9a und 9b, nämlich Eröffnungsbilanzkonto und das Eigenkapital. So, das ist jetzt auch, glaube ich, keine große Herausforderung mehr. Diese Eröffnungsbilanzkontobuchung, das muss einfach sitzen. Deswegen will ich jetzt hier da auch nicht drauf eingehen. Wir schauen nochmal bei der Nummer C auf die entsprechenden Buchungen. Die Nummer 1 waren hier die Energiekosten per Banküberweisung. Ich glaube, das ist dann keine große Überraschung. Als nächstes haben wir bei der Nummer 3 die Güter auf Zielverkauf. Das heißt also immer Forderungen an Umsatzerlöse. Dieser Buchungssatz wird uns auch immer stetig begleiten. Dann haben wir die Nummer 5 hier. Die Reisekosten, die bar bezahlt werden. Reisekosten an Kasse, Aufwandskonto logischerweise hier. Dann haben wir als nächstes die 6 mit den Gütern, die wir verkaufen. Wieder Umsatzerlöse gegen Kasse in dem Fall. Büromaterial bei der Nummer 7 wird bar gekauft. Deswegen hier das Kassekonto.
Dann haben wir eine Maschine bei der Nummer 8, die auf Ziel gekauft wird, deswegen hier wieder Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Dann kauft man ein Grundstück durch Barzahlung mit für 5.000 Euro. Und dann haben wir die Versicherungsbeiträge gegen Bank. Ich habe schon gesagt, also die Sachen sollten jetzt keine größere Herausforderung mehr darstellen. Ich weiß, jetzt ist immer die Frage, was ist jetzt der Produktionsfaktor? Also was wird schließlich gegen dem oder über das Gewinn- und Verlustrechnungskonto abgeschlossen? Wie gesagt, ich gehe da jetzt ein bisschen schneller drüber hinweg. Sie haben es dann aber auch eben in Moodle nochmal dargestellt. Also, wir haben, wo setzen wir wirklich Produktionsfaktoren ein? Das ist natürlich das Energiekonto. Ja, also wirklich, wir setzen natürlich Energie für die Produktion ein. Wir haben unser Büromaterial, logischerweise, das brauchen wir auch für die Produktion oder für die Kombination der Produktionsfaktoren. Versicherung genauso, Reisekosten auch, hatte ich schon mal erwähnt. Also wenn der Vertreter irgendwo hinfährt beispielsweise, dann braucht er dementsprechend oder nutzt er oder produziert er so rum, ist besser. Reisekosten, die da dementsprechend dann auch Aufwand darstellen. Und dementsprechend haben wir jetzt hier diese entsprechenden vier Positionen im Gewinn- und Verlustrechnungskonto. Und auf der anderen Seite natürlich unsere Umsätze. Und wenn Sie das, was ich Ihnen gerade bei den Geschäftsvorfällen kurz gezeigt habe, alles übertragen, dann kommen Sie eben hier auch zu einem entsprechenden Verlust von in dem Fall 9.300 Euro. Und hier sind einfach nur die Abschlüsse, hier sind die Buchungen auf das Gewinn- und Verlustrechnungskonto und ganz zum Schluss hier auf der Seite noch Eigenkapital an GUV, weil wir den Verlust natürlich hier abschließen müssen. Der Saldo, der Verlust steht hier im Haben, heißt, wir sprechen das GUV-Konto im Haben an. Und dann gehen wir weiter. Und auch hier will ich nicht im Detail darauf eingehen. Wir hatten die Maschine beschafft, wir hatten Grundstücke beschafft, wir hatten verschiedene Sachen hier bei den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Wir haben die 9.300 Euro aus dem Gewinn- und Verlustrechnungskonto hier auf dem Eigenkapitalkonto. Damit nimmt natürlich auch das Eigenkapital ab. Deswegen hier der Schlussbestand bei 20.700 Euro. Und wenn Sie das dann eben alles abschließen, hier sehen Sie schon die ganzen Buchungen, dann landen wir hier bei diesem Schlussbilanzkonto mit einer neuen Summe von 155.700 Euro. Also das kann man alles nachvollziehen und auch entsprechend sicherlich ja auch sich nochmal persönlich angucken. Wenn da jetzt, sage ich mal, dezidierte Fragen nochmal sind, was zum Beispiel so eine Aufgabenstellung betrifft, können Sie gerne an mich wenden, aber Sie haben ja auch das entsprechende Tutorium, wo man gute Fragen stellen kann. Gerade vielleicht auch nochmal zu der Abgrenzung, weil das ist oft ein Problem zwischen erfolgsrelevanten Geschäftsvorfällen und eben nicht erfolgsrelevanten Geschäftsvorfällen. Gut, gehen wir weiter und wir waren dann stehen geblieben, insbesondere in dem Bereich unserer Rückstellung. Ich hatte Ihnen das gesamten Sachverhalt erläutert. Aber jetzt sind wir ja da gewesen oder hier sind wir sozusagen abgestorben und ich hatte Sie gebeten, sich das entsprechend mal anzuschauen. Und hier ist es jetzt so, ich gehe da hier an der Stelle ein bisschen intensiver drauf ein. Warum? Weil normalerweise, wenn wir jetzt normale Vorlesungen hätten, dann ende ich immer mit einem inhaltlichen Teil, hier in dem Fall von den Buchungen oder mit den Buchungen von Rückstellungen. Und dann gebe ich Ihnen die letzten 10, 15 Minuten einfach die Zeit, das Ganze mal schnell zu buchen. Ich gehe dann durch die Reihen und wir gucken mal und ich beantworte Fragen, wenn man etwas unklar ist. Das heißt, hier habe ich keine Musterlösungen für Sie in Moodle, sondern die habe ich immer nur für die entsprechenden Übungsaufgaben. Und Ziel ist es, dass Sie eben einen neuen Sachverhalt, wie jetzt hier die Rückstellung, auch wirklich mal selbstständig bearbeiten. Was haben wir hier? Wir haben eigentlich das Eröffnungsbilanzkonto ist gesetzt. Wir haben sogar schon das Eigenkapital, was definiert ist, sieht man ja auch schon. Wir haben hier Pensionsrückstellung in Höhe von 10, Verbindlichkeiten in Höhe von 30 und auf der Aktivseite 50 bleiben nur Eigenkapital von 10. Das sollte klar sein.
Dann kaufen wir Produkte, wir verkaufen Produkte gegen Banküberweisungen. Das ist der eine Fall. Dann haben wir müssen die Pensionen in Höhe von 12.000 Euro auszahlen und die Rückstellung entsprechend auflösen. Das steht hier in der Aufgabenstellung explizit drin. Wenn man schon schaut, wird einem klar, wir haben nur 10.000 Euro an Pensionsrückstellungen gebildet. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal eine Diskrepanz von 2.000 Euro. Entschuldigung. Dann haben wir einen normalen Aufwand, Maschinenreparatur per Banküberweisung und dann haben wir eine Neubildung einer Rückstellung für ungewisse Steuerforderungen in Höhe von 10.000 Euro. Und deswegen muss man wissen oder erkennen oder grundsätzlich verstehen, wie diese Sachverhalte zu buchen sind. Hier beispielsweise bei der Nummer 4, beim letzten Mal haben wir das auch im Detail gesehen, entsteht uns jetzt ein Aufwand, weil wir es jetzt erahnen, für eine Zahlung, die irgendwann später mal stattfindet. Das heißt, hier muss natürlich irgendwas mit einem Aufwand auch passieren. Das ist das Übliche hier. So gehen wir immer vor, auch in allen Aufgaben. Insofern, das ist jetzt einfach nur, was zu tun ist. Also eigentlich keine komplexen Sachverhalte. Wenn wir auf das Eröffnungsbilanzkonto schauen, ist das jetzt und auch die Eröffnungsbilanzkontobuchung durchführen, glaube ich, das darf nicht mehr zum großen Problem werden. Wir haben die Bank mit 50.000 Eigenkapital, Pensionsrückstellung und Verbindlichkeiten, führen dann auch logischerweise zu den 50.000. Und dann haben wir die Eröffnungsbilanzkonto, Buchungen für die Bestände. Bedeutet eben, wir haben hier das Bankkonto, was im Haben steht und hier die drei, die im Soll stehen. Und dementsprechend haben wir natürlich jetzt hier Eröffnungsbilanzkonto an Eigenkapital, Eröffnungsbilanzkonto an die Pensionsrückstellung, Eröffnungsbilanzkonto an die Verbindlichkeiten und eben Bank an Eröffnungsbilanzkonto. Und damit ist dieser Sachverhalt, glaube ich, eher zu vernachlässigen. So, jetzt schauen wir auf die vier Sachverhalte. Also der erste Sachverhalt hatten wir ja gesagt, wir haben Waren oder Produkte verkauft gegen Banküberweisung, bedeutet natürlich 2.000 Euro gehen bei der Bank zu und wir haben unseren Umsatzerlös mit 2.000 Euro, unser Ertragskonto. Dann habe ich beim letzten Mal gesagt, wenn wir eine Pensionsrückstellung auflösen oder beziehungsweise fokussieren Sie sich immer darauf, wenn wir was für eine oder aus dem Sachverhalt einer Rückstellung heraus etwas bezahlen müssen. Fokussieren Sie sich auf den Betrag, weil der Betrag muss tatsächlich überwiesen werden. 12.000 Euro müssen wir laut Aufgabenstellung bezahlen, unabhängig erstmal davon, dass wir auf dem Bestandskonto nur 10.000 haben. Hier, ne? Das sind ja die 10.000 und wir müssen jetzt mehr bezahlen. Also erstmal bezahlen, das ist das Wichtigste. Und das können Sie gar nicht anders, als gegen dieses Pensionsrückstellungskonto zu buchen. Und es dürfte klar sein, dass dort schon 2.000 Euro Differenz auftauchen. Und wie wir das gleich auflösen, das sehen wir. Dritter Fall, relativ einfach wieder hier. Maschinenreparatur bedeutet, wir haben einen Aufwand per Banküberweisung, deswegen die 3.000 Euro hier. Und jetzt kommt ja die neue Rückstellung hinzu, nämlich Steuern vom Einkommen und vom Ertrag. Das ist natürlich diese Aufwandsposition, um dann eben das passive Bestandskonto, unsere, ich sag mal, ja, immanente, permanente, ungewisse Schuld, die uns aber sehr wahrscheinlich in Höhe von 10.000 Euro erwartet gegenüber dem Finanzamt, auch in der Bilanz ausweisen zu können. Und dem gegenüber steht eben unser schon antizipierter Aufwand, den wir dann auch entsprechend über das Gewinn- und Verlustrechnungskonto buchen werden. Wie gesagt, die Sachverhalte habe ich Ihnen beim letzten Mal auch schon gezeigt. So, wenn wir jetzt mal auf diese Konten schauen, ich fange mal an hier oben mit diesem Sachverhalt. Ich habe gerade gesagt, unser Pensionsrückstellungskonto hat 10.000 Euro Anfangsbestand gehabt im Haben, weil es ein passives Bestandskonto ist. Und wir haben eben gerade durch diese Buchung hier
auf der Sollseite des Pensionsrückstellungskontos 12.000 Euro gebucht, weil wir nämlich 12.000 Euro bezahlen mussten. Bedeutet, wir haben auf dem Pensionsrückstellungskonto ein Saldo in Höhe von 2.000 Euro auf der Habenseite. So, in der Aufgabenstellung ist zudem gesagt, dass wir die Rückstellungen werden aufgelöst. Das heißt, das Konto muss aufgelöst werden. So, und das bedeutet jetzt hier, damit ich das Konto auflösen kann, fehlen uns auf der Passivseite oder auf der Habenseite des Pensionsrückstellungskontos 2.000 Euro, weil auf der Sollseite 12.000 Euro stehen. Wir gucken gleich auf das Konto, das kommt im Folgenden dann auch nochmal. So, was uns auch klar sein sollte ist, das müssen wir entsprechend eben ausgleichen. Und wir haben ja, wir bilden ja die Rückstellung dafür, dass wir eben uns jetzt ein Aufwand entsteht, der später mal zu einer tatsächlichen Auszahlung führt. Und das bedeutet, wir haben, als wir diese Pensionsrückstellung gebildet haben, unterschätzt oder haben uns verkalkuliert und uns fehlen jetzt de facto in der Ist-Auszahlung 2000. Das heißt, wir haben damals den Aufwand unterschätzt. Und deswegen muss jetzt eine zusätzliche Aufwandsposition hinzukommen und deswegen heißt es eben auch periodenfremder Aufwand, Aufwand, der eigentlich nicht in diese Periode gehört, sondern in die Periode, in der wir ursprünglich den falschen Betrag angenommen haben. Und deswegen entsteht uns eben ein zusätzlicher Aufwand in Höhe von 2000 und das ist eben genau dieses Konto hier, dieser periodenfremde Aufwand. Damit wird das Pensionsrückstellungskonto ausgeglichen. So, wenn man das dann gleich abschließt, bleibt jetzt hier 2000 als Schlussbestand und wenn wir den natürlich dann buchen gegen das Gewinn- und Verlustrechnungskonto, dann haben wir den periodenfremden Aufwand, dann ist der Saldo hier 0 und das Konto ist gegenüber dem Gewinn- und Verlustrechnungskonto abgeschlossen. Dann haben wir unsere gebildeten neuen Rückstellungen für Steuern. Aufwandskonto, der uns jetzt entsteht, aber später zu einer Auszahlung führt. Deswegen hier auch 10.000, bleibt Schlussbestand 10.000, kann nicht anders sein. GUV an Steuern vom Einkommen und Ertrag, das ist dieser Fall hier. Dann haben wir als nächsten unsere Umsatzerlöse, die wir ganz am Anfang hatten, nämlich bei der Nummer 1 mit den 2.000 Euro. Hier genau andersrum, wir haben jetzt hier 2.000 Euro logischerweise an GUV, weil der Betrag hier steht. Und zu guter Letzt hier noch unsere Maschinenreparatur in Höhe von 3.000 Euro. Hier sehen wir sie als Aufwand auch und dementsprechend hier die 3.000 Euro für diesen Schlussbestand. Auch da, wer so ein bisschen Gefühl dafür hat und jetzt nur auf diese Seite schaut, dem wird klar sein, wir können keinen Gewinn erwirtschaftet haben, weil nämlich unsere Umsatzerlöse schon auf den ersten Blick geringer sind als unsere Aufwandspositionen. Gehen wir weiter. Jetzt die Übertragung einfach nur in das Gewinn- und Verlustrechnungskonto. Und da sehen wir das, was ich gerade schon gesagt hatte. Wir hatten Steuern, den periodenfremden Aufwand, Maschinen machen 15, Umsatzerlöse machen 2.000, bleibt ein Verlust von 13.000. Das Ganze schließen wir wieder ab. Eigenkapital an Gewinn- und Verlustrechnungskonto von 13.000 Euro. Ganz wichtig jetzt auch hier, gerade in diesem Beispiel extra so gewählt, genau so schematisch muss man vorgehen. Wir werden gleich sehen, was auf dem Eigenkapitalkonto dann entsprechend passiert. Deswegen hatte ich ja auch mal am Anfang der Vorlesung oder dieser Vorlesungsreihe Ihnen erläutert, was bedeutet dann eben auch negatives Eigenkapital. So, das Ganze auch nochmal übertragen hier. Einmal diese, fangen wir oben an, bei den Pensionsrückstellungen. Hatten wir diese Buchung aus der Nummer 2, das waren unsere 12.000 Euro gegen das Bankkonto, die sieht man hier auch wieder. Und dann haben wir eben eine weitere Buchung gehabt, das waren die Buchung auf dem Aufwandskonto für die zusätzlichen 2.000 Euro. Und deswegen ist jetzt hier dieses Pensionsrückstellungskonto, genauso wie es in der Aufgabenstellung auch gesagt wurde, aufgelöst, weil 12.000 bezahlt, 10.000 Anfangsbestand, 2.000 durch den zusätzlichen
durch den zusätzlichen Perioden fremden Aufwand gebucht, ist hier Pensionsrückstellung entsprechend 0. So, dann haben wir hier das Bankkonto mit den 12.000, den 3.000 und hier den 2.000. Warum habe ich jetzt hier eine 2 hingeschrieben? Mal gucken. Ach so, das ist 1 gemeint mit den Umsatzerlösen. Da habe ich mich in der Nummerierung hier vertan. Das muss der Zugang sein. Das sind nämlich die 1.000 aus der Nummer 1, muss hier stehen. Dann haben wir eben die 12.000 Pensionsrückstellung bezahlt. Und wir hatten bei dem dritten Geschäftsvorfall 3.000, schauen wir nochmal drauf, die Maschinenreparatur bezahlt. Ne? Deswegen kommt das hier 12.000 plus 3.000 sind 15.000 und 2.000 haben wir auf dem Bankkonto auf der Sollseite. Genau das sind die Positionen, die jetzt hier auftauchen. 12 plus 3 macht 15 und die anderen 2 aus dem Geschäftsvorfall 1. Macht dann am Schluss eben einen Schlussbestand von 37.000 Euro. Die Rückstellung für Steuern haben wir gebildet, das wissen wir, passives Bestandskonto. Haben wir den Schlussbestand dann natürlich auch im Haben. Beim Eigenkapital, das ist jetzt nochmal interessant draufzuschauen, deswegen habe ich gerade gesagt, gehen die auch immer so schematisch vor. Wir haben jetzt hier aus dieser Buchung GUV 13.000 Euro. So, jetzt haben wir einen Anfangsbestand von 10.000 Euro und das ist ja mal nach Zahlen, was wir hier machen. Das heißt, die Summe bleibt bei 13, hier bleibt es bei 13 und wir haben einen Schlussbestand von 3.000 auf dem Eigenkapitalkonto auf der Habenseite und deswegen habe ich hier mal dazu geschrieben, in Klammern negatives Eigenkapital. Wir haben es bei dem Beispiel von FC Schalke 04 gesehen, das ist, kann passieren. Ja? So, und deswegen auch hier wieder mal nach Zahlen, ganz einfach buchen eben Schlussbestand, Konto an Eigenkapital mit 3.000 Euro. Am Ende muss das Schlussbilanzkonto aufgehen, so oder so. So, die Verbindlichkeiten sind relativ einfach, da ist nichts passiert. Heißt also Verbindlichkeiten mit dem Schlussbestand an SBK. Hier bin ich gerade drauf eingegangen, Eigenkapital. Dann haben wir die Rückstellung für Steuern. Hier gegen Schlussbestand, gegen Schlussbilanzkonto fehlt ein K. Und dann haben wir die Bank noch, hatten wir gerade erläutert, die 37.000 Euro, die wir Schlussbilanzkonto an Bank buchen. So, wenn wir das einfach übertragen, oh Wunder, unser Eigenkapital wandert von der, also wandert sozusagen auf die Sollseite. Und dann haben wir noch auf der Habenseite neben die Rückstellung für die Steuern und die Verbindlichkeiten. Und immer ein gutes Zeichen, wenn unser Schlussbilanzkonto in der Summe aufgeht. Was man sich dabei eben merken sollte, ist, man sollte immer so schematisch rangehen. Nicht drüber nachdenken, der Verlust ist aber jetzt hier höher als unser Anfangsbestand. Nein, mal nach Zahlen 13, 13, 3, buchen gegen das Eigenkapital und dann geht das Ganze auch auf. Was wir sehen, die Pensionsrückstellungen sind weg sozusagen, ne, sind nicht mehr da, so soll es ja auch sein, so war auch die Aufgabenstellung. Und hier tauchen jetzt diese neuen Rückstellungen für Steuern auf. Und was man auch erkennen kann, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ist, dass natürlich gerade diese neuen Rückstellungen uns hier, weil das war die Gegenposition, war ja das Aufwandskonto für die Rückstellung, dass wir genau das jetzt hier uns auch ins negative Eigenkapital getrieben hat. Was aber auch interessant ist dabei, oder was man auch mal beachten sollte zumindest, dieses Unternehmen hat natürlich jetzt ein negatives Eigenkapital, das ist unbestritten, aber gleichzeitig ist es durchaus noch liquide. Ja, also es hat auf jeden Fall noch Geld. Aktuell ist es nur leider so, dass die Rückstellung für Steuern und unsere Verbindlichkeiten eben das gesamte noch verfügbare Vermögen in Höhe von 37.000 Euro einfach mal so übersteigen, wenn man es ganz praktisch oder einfach mal ausdrückt. Aber das kann durchaus sein. Auch hier beispielsweise, die Rückstellungen für die Steuern müssen ja nicht in der Höhe von 10.000 dann tatsächlich anfallen. Ja, wir haben es vermutet oder das war ja unser, ich sag mal, unser Ansatzpunkt an der Stelle. Gleichwohl ist es natürlich so, dass hier zumindest kurzfristig
noch genug Liquidität da ist, um jetzt auch hier das Ganze entsprechend noch weiterhin, zumindest kurzfristig, ich sage es mal, bezahlen zu können, also zumindest seinen Verpflichtungen nachzukommen. So, das mal dazu, kommen wir einen Schritt weiter. Und das sehen wir jetzt immer, wir haben immer nächsten Sachverhalt, nächsten Sachverhalt, nächsten Sachverhalt, immer mit einer Übung und begleitend dazu bauen sich dann natürlich auch die entsprechenden Aufgabenstellungen immer wieder auf. So, Anlagevermögen, also das, was oben links in der Bilanz steht, steht hier, also ist natürlich wieder geregelt im HGB, das ist natürlich wieder klar, müssen wir jetzt nicht nachlesen. Interessant ist halt beispielsweise, dass abhängig vom Geschäftszweck kann auch ein Gegenstand mal Anlagevermögen oder mal Umlaufvermögen sein. Also, nehmen wir ein Beispiel. Wenn Sie ein Unternehmen haben und der Geschäftsführer hat einen Dienstwagen, der gekauft wurde, dann ist das typischerweise Anlagevermögen, weil der den irgendwie x Jahre fährt und dann wird er irgendwann verschrottet oder verkauft oder keine Ahnung was. Dieser Dienstwagen gehört dauerhaft zum Unternehmen, um dem Geschäftszweck, welcher auch immer das sein mag, nachzukommen. So. Wenn Sie allerdings ein beispielsweise gewerblicher Autovermieter sind, so Sixt oder Avis oder so, bei denen ist das nicht Anlagevermögen, das dient denen nicht dauerhaft, sondern Umlaufvermögen, die Autos, ja, dieser Gegenstand Kfz, weil die die unmittelbar immer wieder einsetzen, um ihren Geschäftszweck zu dienen, nämlich ja, Vermietung von Autos anzubieten. Das heißt also, abhängig vom Geschäftszweck kann das Ganze eben mal Anlagevermögen oder eben auch mal Umlaufvermögen sein. Die Gliederung dieser Bilanz, die hatten wir auch schon mal kurz gesehen. Das Ganze ist eben horizontal aufgebaut. Das finden Sie hier in 266, müssen wir aber jetzt hier an der Stelle nicht genau ins Detail nochmal schauen. Hatten wir auf einer Folie auch schon. Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen den beiden Begriffen Herstellungskosten und Anschaffungskosten. Die Namen sagen es eigentlich schon. Herstellungskosten heißt, wir erstellen ein Sachanlagegut selbst. Auch nicht so ungewöhnlich, wenn Sie beispielsweise an Mitarbeiter denken, die eine Software programmieren, dann haben Sie hinterher ein Sachanlagegut. Oder Ihre Mitarbeiter sind nicht ausgelastet und bauen dann in der Zwischenzeit ein neues Lagergebäude. Ja, dann haben Sie hinterher auch ein neues Sachanlagegut durch Herstellungskosten, weil wir es selbst hergestellt haben. Und der einfache Fall sind natürlich Anschaffungskosten, nämlich der Erwerb eines Sachanlageguts, also wenn ich etwas kaufe. So, beginnen wir mal mit den Anschaffungskosten, diesem etwas einfacheren Fall. Was gehört jetzt alles zu diesen Anschaffungskosten dazu? Naja, logisch glaube ich ist, wir haben einen Erwerbspreis, also das, was auf der Rechnung steht, logischerweise. Zweitens eben Ausgaben, um den Gegenstand in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Drittens eben nachträgliche Anschaffungskosten. Das heißt also Sachen, die später nochmal hinzukommen. Auch da sage ich gleich nochmal was zu. Und bei den Anschaffungskostenminderungen ist zum Beispiel, wir kriegen Rabatt oder so. Ja, Sie können, den Rabatt müssen Sie natürlich abziehen. So. Was ist mit nachträglichen Anschaffungskosten zum ersten Mal gemeint? Also überlegen Sie mal, Sie haben eine, Sie kaufen sich einen PC und kaufen dann eine Grafikkarte dazu, weil Sie ein bisschen spielen wollen beispielsweise. Dann erhöht diese zusätzliche Grafikkarte den Wert des PCs. Diese Grafikkarte selbst ist aber ohne, dass man, also wenn Sie sich Grafikkarten auf Lager legen, dann sind die ja selbst kein Anlagegut, weil sie ohne PC ja gar nicht funktionieren können. Ja, also wenn wir irgendwas erweitern, erhöhen, verbessern, um diesen Gegenstand, den wir gekauft haben, noch besser oder noch hochwertiger in den betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Da gibt es noch Sonderregelungen, dass Sie auch später nochmal nachträgliche Anschaffungskosten, wenn Sie noch was verändern,
Ansätzen erfassen können und teilweise auch müssen. Gleichwohl, das nehme ich vorweg, da gucken wir jetzt im Detail nicht drauf, das würde jetzt wirklich auch so eine Vorlesung sprengen. Ein wichtigerer Punkt ist hier die Nummer 2 hier, deswegen steht das auch hier unten nochmal, Ausgaben, um den Gegenstand in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Und zweitens gilt eben nur, wenn die Ausgaben dem Gegenstand tatsächlich einzeln zugerechnet werden können. Was heißt zunächst mal einzeln zugerechnet werden können? Der typische Fall ist, wir brauchen einen Beleg dafür, also typischerweise eine Rechnung, auf der beispielsweise draufsteht. Also wir bleiben mal bei dem Beispiel des PCs. Wir haben einen PC bestellt. Und dann gibt es eine Rechnung darüber, Lieferung des PCs oder Lieferung und betriebsbereite Herstellung. Wenn jetzt jemand kommt vorbei, richtet Ihnen den Rechner ein, dann sind das alles Sachverhalte, die den Gegenstand in einen betriebsbereiten Zustand versetzen. Typischerweise bei Unternehmen ist es so, dass bei dem betriebsbereiten Zustand ist zum Beispiel auch in der Realität, sind zum Beispiel Speditionskosten. Also wenn das Produkt nicht vom Hersteller zu Ihnen geliefert wird, können Sie es auch nicht nutzen. Also sind das Ausgaben, um den Gegenstand in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. In der Realität, und da wird es, glaube ich, noch deutlicher, wenn Sie beispielsweise eine neue Maschine anschließen, dann muss oftmals ein Gutachter kommen oder der TÜV und muss das Ganze überprüfen. Und ohne diese TÜV-Prüfung können Sie den Gegenstand nicht benutzen. Deswegen gehören diese entsprechenden Ausgaben zur Herstellung eines betriebsbereiten Zustands dieses Gegenstandes. Bedeutet im Umkehrschluss, die rechne ich diesem Anlagevermögensgegenstand hinzu. Aber, und das ist genau der Punkt hier unten, der so wichtig ist, nur wenn diese Ausgaben dem Gegenstand einzeln zugerechnet werden können. Also bleiben wir bei dem Beispiel, Sie kriegen eine Maschine und haben eine Speditionsrechnung. Auf der Speditionsrechnung steht aber nicht nur oder steht mehr als dieser eine Lieferung, sondern noch x-fache andere Lieferungen, dann dürfen Sie es dem Gegenstand nicht zurechnen, weil es muss einzeln zurechenbar sein. Warum ist das so streng oder warum betone ich das so? Weil es da einfach den Zusammenhang gibt, dass man ein bisschen Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnungskosmetik betreiben kann. Weil das eine wäre eben Aufwand, wenn ich eine reine Speditionsrechnung habe, und das andere sind Anschaffungskosten. Und das wirkt sich hinterher bilanziell eben unterschiedlich aus, nämlich bei den Anschaffungskosten über die Abschreibung hinterher und bei einer reinen Aufwand unmittelbar in dem Jahr, in dem der Aufwand entstanden ist. So, gehen wir mal weiter. Anschaffungskosten ist relativ einfach. Wir bauen jetzt hier eine Abfüllanlage für unsere Brauerei. Und der Bauunternehmer verrichtet eben Erdarbeiten in Höhe von 4.000 Euro, die er auf Ziel stellt. Naja, das kennen wir dann schon, was das eigentlich bedeutet. So, jetzt kommt ein lokaler Handwerker dazu und der leistet Montagearbeiten in Höhe von 1.000 Euro, die ihm bar bezahlt werden. Eine Spedition liefert diese Abfüllanlage. Hierfür werden der Spedition 300 Euro berechnet, die bar beglichen werden. Und die Abfüllanlage liefert eine Spezialfirma im Wert von 8.000 Euro an. Diese sind 4 Wochen nach Lieferung zu bezahlen. Und das Ganze immer unter der Voraussetzung, ich kann das der Abfüllanlage einzeln zurechnen und beweisen. Und hier in der Aufgabenstellung ist es so gesagt, ist das eigentlich dann relativ einfach. Wir wollen ja hier die Gesamtkosten unserer neuen Abfüllanlage ermitteln und dann natürlich auch bilanziell darstellen können. Und das bedeutet hier ganz einfach mal Abfüllanlage an Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Hier Rechnung auf Ziel. Dann haben wir Handwerker bar, Abfüllanlage an Kasse. Spedition auch bar an Kasse. Und zu guter Letzt, die Abfüllanlage wird geliefert. 4 Wochen sind dann hier die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Also relativ einfach. Worauf kommt es für Sie an? Also zunächst mal, wir haben natürlich jetzt hier, Sie müssen sich die Frage stellen, wie hoch ist denn der Wert meiner neuen Abfüllanlage? Und dazu gehören eben diese Sachverhalte. 4.000 plus 8 macht 12, 13, 13,3 sind das dann also. 13,3
würde hinterher dann auch in unserem Anlagevermögen stehen. Sie sehen das auch hier, die Apfelanlage ist ein aktives Bestandskonto. Und wenn wir jetzt dann halt Apfelanlage, die wäre jetzt nochmal, ich sag mal, systemtechnisch zugeordnet, dann bei in der Kategorie Anlagevermögen und dann irgendwie technische Ausstattung oder sowas. Das heißt, das würde auch über den Stammdatensatz, über den wir auch mal kurz gesprochen haben, in der Buchhaltung entsprechend zugeordnet. Also, Sie müssen erkennen, was gehört alles dazu und was gehört nicht dazu. Wichtig eben wegen diesen Anschaffungskosten, was ich hier gesagt habe, es muss dem einzelnen Gegenstand wirklich zugerechnet werden können. Okay, aber das ist, glaube ich, keine große Herausforderung, so würde ich es mal ausdrücken. Kommen wir zu einem weiteren Sachverhalt, der etwas schwieriger ist. Und das sehen wir jetzt hier, Ermittlung der Herstellungskosten, also der zweite Fall. Also, was gehört alles dazu? Materialkosten, wenn wir jetzt, ich war ja bei dem Beispiel unserer Mitarbeiter, die jetzt eine Lagerhalle erstellen, Materialkosten werden natürlich beispielsweise ja, die Steine für die Wand oder die Ziegel für das Dach. Fertigungskosten werden jetzt beispielsweise die Mitarbeiter, die da das Ganze produzieren. Was haben wir noch? Wir haben Sonderkosten der Fertigung. Sonderkosten der Fertigung, da reite ich jetzt nicht drauf rum, weil das auch nicht ganz so einfach ist. Damit ist gemeint beispielsweise, wenn wir jetzt eine besondere Konstruktionszeichnung hätten für unsere Lagerhalle, um die jetzt durch unsere Mitarbeiter erstellen zu lassen, dann wären das so Sonderkosten der Fertigung, wenn diese Konstruktionszeichnung auch nur für diese Lagerhalle auch benutzt werden kann. Und eben das Thema Gemeinkosten. Gemeinkosten hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Also alles, was eben an, sage ich mal, übergreifenden Kosten anteilig dort Berücksichtigung finden können. Das ergibt sich übrigens auch, oder solche Gemeinkostenzuschlagssätze, aus dem, was wir dann im nächsten Teil machen, nämlich im Bereich des internen Rechnungswesens. Da ermitteln wir auch Gemeinkosten, Gemeinkostenzuschläge und so weiter. Also hier gibt es auch eine Verbindung zwischen dem externen Rechnungswesen und dem internen Rechnungswesen. So, wichtiger Punkt noch, keine Berücksichtigung von Forschungs- und Vertriebskosten. Also so also vorher beispielsweise, ja, wir haben erstmal den Boden analysiert oder so, das würde jetzt nicht hinzugerechnet werden können zu unseren Herstellungskosten. Und genau an der Stelle gibt es eine Unterscheidung zwischen, ich sag mal, mitteleuropäischen Bilanzierungsrichtlinien und amerikanischen und britischen Bilanzierungsrichtlinien. Bei denen ist es insbesondere anders, dass man beispielsweise auch Forschungs- und Entwicklungskosten mit reinrechnen kann. Und das würde natürlich bedeuten, dass die Herstellungskosten in einem amerikanischen Unternehmen höher sind, und bei uns eben die Aufwendungen für Forschung entsprechend höher sind, weil wir sie bei den Herstellungskosten nicht einrechnen können und dürfen. Genauso wie Vertriebskosten, also irgendwelche, sage ich mal, Werbung oder sowas, darf auch nicht eingerechnet werden. Es sind wirklich diese vier Positionen: das Material, wir müssen es herstellen, so Sondersachen und Gemeinkostenanteile. So, aber wie gesagt, das war jetzt nur hier mit den Forschungskosten auch nochmal der Vollständigkeit halber, Sie werden nicht in der Situation sein, hinterher in der Klausur, ja, Sie sind ein amerikanisches Unternehmen und hin und her und irgendwelche Unterscheidungen. Nein, das machen wir nicht. Schauen wir uns das mal an. Hier auch wieder von mir schon mal das Eröffnungsbilanzkonto schon mal dargestellt und die Anfangsbestände schon mal übertragen, damit wir uns jetzt den Weg einfach ersparen sozusagen. Also wir haben hier ein ganz einfaches Eröffnungsbilanzkonto. Eigenkapital, Bank, Kasse gibt 250.000 und hier schon die entsprechenden Vorträge auf den Bestandskonten. So. So, jetzt fallen 6.000 Euro Mietkosten an und 3.000 Euro Stromkosten, die bar bezahlt werden. Das Unternehmen erstellt eine selbstgenutzte Software. Hierfür fallen Personal, also hierfür, für diese selbstgenutzte Software, fallen 8.000 Euro Personalkosten an. Hier habe ich jetzt einen Stern gemacht. Warum? Sie sehen hier unten schon vereinfachtes Beispiel. Personalkosten sind deutlich differenzierter zu betrachten
und das sehen wir auch im Rahmen dieser Vorlesung noch, bedeutet, das ist jetzt hier nur, um das Beispiel zu vereinfachen, für Sie dargestellt, die richtigen Buchungen der Personalkosten sind aufgrund zum Beispiel der Abführung der Sozialversicherungsanteile deutlich aufwendiger. So, des Weiteren unterstützt eine externe Firma die Erstellung dieser Software. Hierfür wird eine Rechnung über 1000 Euro gestellt, die bar bezahlt wird. Und weitere Gemeinkosten, das ist jetzt hier für diese Aufgabenstellung bezogen auf diese Software. Also ich unterstelle schon, dass wir diesen Satz beispielsweise in der Kostenrechnung schon ermittelt haben. Die können wir jetzt hier, die sind schon gesetzt sozusagen und können auch der Software direkt zugerechnet werden, also diese entsprechenden Gemeinkostenanteile. Und dementsprechend ist das jetzt hier mal die Aufgabenstellung. Wenn wir da mal dann jetzt ganz konkret reinschauen, oben nochmal der Text, den wir eben gerade schon hatten, dann haben wir den ersten Fall. Wir haben eben Stromkosten, bar, glaube ich, das ist keine große, nee, was hatten wir da? Achso, Mietkosten, Entschuldigung, so fängt es ja an. Und Stromkosten, also Mieten sind 6.000 Euro an Kasse. Strom sind 3.000 Euro an Kasse, das ist, glaube ich, jetzt alles, sage ich mal, reine Übungssache. So, jetzt kommen Personalkostenhöhe von 8.000 Euro. Und da ist es zunächst mal so, wir haben jetzt erstmal hier diese 8.000 Euro Löhne und Gehälter an Bank. Wie gesagt, die Buchung ist in der Realität schwieriger, anspruchsvoller. Dann haben wir den vierten Fall, die Erstellung der Software. Da haben wir erstmal Dienstleistung als Aufwand an Kasse. Und jetzt sind hier diese weiteren Gemeinkosten fallen in Höhe von 2.000 an und können der Software direkt zugerechnet werden. Und jetzt kommt das eigentlich Neue. Jetzt haben wir hier 11.000 Euro, nämlich 8.000 plus 1.000 plus 2.000 macht 11.000 als Software. Wir sehen schon hier aktives Bestandskonto und buchen das. Und deswegen ist der Name auch so, ich glaube, prägnant. Aktivierte Eigenleistung. Also wir haben Eigenleistungen aktiviert. So. Kurz zur Erläuterung hier noch. Wir haben ja festgestellt, wir müssen diese Löhne und Gehälter bezahlen, also müssen wir gegen Bank erstmal buchen, das sind diese 8.000. Und auch die externe Firma müssen wir bezahlen, das sind diese 1.000 Euro. So, die zusammen mit dem 2.000 Euro Gemeinkosten ergeben den Wert der Software. Sie wissen jetzt schon, was passiert. Aufwand, 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 Aufwand geht gegen Gewinn- und Verlustrechnungskonto. Und auf der anderen Seite ist es dann so, wenn wir diese Buchung hier im Haben schon sehen oder auch wenn Sie nur darüber nachdenken, diese aktivierte Eigenleistung ist ja etwas, als hätte ich was selbst erstellt, nee, nicht als hätte ich, sondern ich habe ja was selbst erstellt, unter Zuhilfenahme meines eigenen Personals und unter Zuhilfenahme einer externen Firma und unter Zuhilfenahme von Gemeinkosten. Und deswegen habe ich hier oben auch diese beiden Positionen mal mit reingenommen, weil Anteile natürlich dieser entsprechenden Gemeinkosten, typischerweise eben Mieten oder Strom, auch der Software zugerechnet werden können, weil beispielsweise meine Mitarbeiter eben Strom verbrauchen oder meine Mitarbeiter eben in einem Büro sitzen, für das eben Miete anfällt. Und deswegen kann ich anteilige Gemeinkosten eben hier diese aktivierten Eigenleistungen zurechnen. Bedeutet auch, hier haben wir die ganzen Aufwandspositionen für die GUV und auf der anderen Seite haben wir aber auch eigen erstellte Leistungen, die als Ergebnis hieraus resultieren, nämlich von uns selbst welche, die auch in der Bilanz dann zu einer neuen Software führen, nämlich hier aktives Bestandskonto und hier dann logischerweise, so wie wir auch Umsatzerlöse buchen, nämlich einen Ertrag in Form von aktivierten Eigenleistungen als Gegengewicht zu diesen Aufwandspositionen hier. Es macht ja auch Sinn, weil ich diese Ressourcen genutzt habe, um einen Vermögensgegenstand zu erstellen. Und um das entsprechend abbilden zu können, habe ich eben hier diese aktivierten Eigenleistungen,
die sich eben bedienen an diesen Positionen oder aus diesen Positionen. Das sieht man jetzt auch dann sehr schön. Ich habe jetzt G und V schon mal hier vorbereitet sozusagen. Wenn man jetzt die ganzen Konten abschließen würde, das habe ich mir jetzt gespart. Dann landet das aber ganz klar hier. Wir haben die 11.000 Euro aktivierten Eigenleistung auf der Haben-Seite. Wir haben die 8.000 Euro Personalaufwand. Dann hatten wir hier die, das war die externe Firma. Genau, das war die externe Firma. Und am Anfang 1 waren die Mieten, Strom, die 2. Und deswegen haben wir dann hier diese Position. Wie gesagt, die Zwischenkonten habe ich mir jetzt gespart. Ich habe einfach jetzt den Abschluss gegen das G&V mir mal verkürzt. Macht 18.000 Euro. Man sieht schon wieder hier, die Aufwandsseite ist länger als die Ertrags- oder Umsatzseite oder Erlösseite vielmehr. Bleibt also ein Schlussbestand, ein Verlust von 7.000 Euro. Der Anfangsbestand beim Eigenkapital, den hatte ich ja gesetzt mit 250.000 Euro. Und das bedeutet dann auch, Eigenkapital wieder abzuschließen gegen G&V. Das wissen wir jetzt, was passiert. Wir haben dann wieder 250.000 und einen Schlussbestand von 243.000 Euro. Das müssen wir natürlich auch wieder abschließen gegen das SBK, auch so wie wir das immer machen, malen nach Zahlen. Schlussbestand ist hier im Soll, also Eigenkapital an SBK. Aus der Nummer 3 hatten wir hier diese 8.000 Euro Überweisung, deswegen ist das hier auch schon vorgetragen bei der Bank. Und wir hatten 3 Positionen eben gegen Kasse und eben unsere neue Software, die wir eben als aktives Bestandskonto ja tatsächlich erstellt haben sozusagen. Und dementsprechend, wenn wir das abschließen, gibt es auch wenig Überraschungen, denke ich mal, dass Sie eben hier diese einzelnen Summen hier einfach nur erstellen können und das Ganze auch sofort erkennen können, was hier passiert. So, das bedeutet natürlich dann auch, wenn wir das jetzt noch abschließen, was jetzt glaube ich nicht überraschend ist, dann landen wir genau hier. Wir haben zum einen die Bank mit 192.000 Euro, wir haben die Kasse mit den 40.000, die neue Software mit 11 und das Ganze ergibt dann tatsächlich auch die 243.000 Euro Eigenkapital, wir haben keine Verbindlichkeiten. Bedeutet also, man sieht jetzt ganz genau, was hier passiert ist. Wir haben die Ressourcen entsprechend eingesetzt und haben dafür die 11.000 Euro an Software erhalten. Und jetzt kann man sich noch überlegen, warum ist unser Eigenkapital genau um die 7.000 Euro oder warum hat es sich um 7.000 Euro verringert? Das kann man sehr gut erkennen. Jetzt könnte man sofort sagen, es ist ja hier im Gewinn- und Verlustrechnungskonto ersichtlich. Ja, genau. Aber man muss jetzt vor Augen halten, wir haben eben nur 2.000 Euro an Gemeinkosten. Hier, die 2.000 Euro Gemeinkosten, die haben wir ja nur eingesetzt. Und das ist genau die 2.000 Euro Differenz zwischen den 6 und den 3, zwischen den sonstigen Gemeinkosten, so will ich es mal nennen. 6 plus 3 macht 9 minus 2, weil wir nur 2.000 davon eingesetzt haben für unsere Software. Und 6 plus 3 minus 2 macht 7, das ist genau unser Verlust und damit eben auch genau unsere Verringerung des Eigenkapitalkontos hier. Ja? So. Genau. Also, worauf kommt es an? Immer schön darauf achten, was die Aufgabenstellung sagt. Die Gemeinkosten gebe ich Ihnen immer vor. Das müssen Sie, wie gesagt, nicht ermitteln. Und deswegen würde ich Sie mal bitten, zum einen diese Übung C zu machen und zum anderen dann auch gleichzeitig die Aufgabe 10. Und ich werde das dann entsprechend auch im nächsten Stream dann wieder aufgreifen. Danke und bis dahin. Ciao, ciao.